Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, zuerst gleich einmal ein riesengroßes Sorry, dass es so lang gedauert hat, bis du den jetzigen Videoblog zum V-Blog ist jetzt doch fast dreiviertel Jahr her. Gut, war auch der Winter dazwischen und ein bisschen auch ein Pech. Ja, Moment, einmal eins nach dem anderen. Ihr habt das eh gesehen. Es geht wieder um einen Gleitschirm, um einen Ozon Rush 6 in der Größe ML. Ja, und das knüpft dann gleich an, ein bisschen mit dem Pech. Die Aufnahmen, die ihr dann nachher seht über den Rush ML, sind schon vergangenes Jahr entstanden. Und man sieht es ja, die Kilos sind nicht weniger geworden, gerade über den Winter nicht. Und so bin ich dann ML natürlich auch überladen geflogen. Und ja, circa, bei der ML-Größe circa 7 Kilo drüber. Und das verfälscht dann doch ein bisschen die Aussagen, was jetzt Handling anbelangt und Fluggeschwindigkeit, Trimgeschwindigkeit etc. Das muss man dann ein bisschen vorsichtig, das sage ich ja dann auch im Video, dann wenn ich ein bisschen näher auf die Flugeigenschaften eingehe mit dem Schirm, erwähne ich das ja noch dann dazu. Ja, und da wollte ich halt dann noch die L-Größe dann fliegen, wo ich dann natürlich ein bisschen drunter bin und dann Gewicht natürlich. Wäre dann nicht so hoch belastet gewesen, wäre dann interessant gewesen, was das Handling anbelangt. Und ein paar andere Sachen auch noch. Werdet ihr dann eh auch dann im Video dann hören und sehen. Ja, dann war der Winter dazwischen eben und im Winter da einen Schirm zu testen macht nicht besonders viel Sinn. Ja, und dann im Frühjahr, wie ich halt dann bei Ozon angeklopft habe, oh, gibt es die L-Größe, könnte ich dann mal fliegen. Gut, die Nachfrage war natürlich sehr groß. B-Klasse, Brot- und Butterschirm, bei jedem Hersteller natürlich ist das so, war dann eine Zeit lang nicht verfügbar. Und dann, wie ich wieder noch einmal angefragt habe, war dann die L-Größe verständlich wegen der großen Nachfrage dann nicht mehr verfügbar, weil er verkauft worden ist. Ja, dann halt leider Gottes keine L-Größe mehr zum Vergleich mit der ML-Größe. Ja, aber nichtsdestotrotz, ihr seht es ja, ich möchte euch trotzdem die ML-Größe vorstellen. Werde aber dann auf spezifischen Sachen dann ein bisschen eingehen, natürlich im Video. Wegen der höheren Belastung. Aber was mich auch dazu bewogen hat, weil es sehr gut passt, vielleicht habt ihr es in den diversen Foren und dergleichen ja mitbekommen, es hat sich gerade in der B-Klasse jetzt in letzter Zeit sehr viel getan, auch technologisch. Da tut sich wieder mal sehr, sehr viel. Und das kann ich dann ein bisschen mit den Eigenheiten, mit dem Rush, mit dem 6er Rush dann mit reinbringen, weil das passt sehr, sehr gut. Also es ist nicht nur alleine über das Video alleine über den Rush 6ML, sondern auch über die Thematik B-Gleitschirme und also besonders eben die High-B-Gleitschirme und was sich da so technologisch tut. Ja, hört euch das Ganze mal an, schaut euch das Ganze mal an. Ja, ich lasse mir es da weiter gut gehen im Schatten, im Hochsommer, bei der gerade Hitzewelle im Juli. Eh normal, wir haben halt Hochsommer. Viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns dann und hören uns dann nachher. Bis dann. Sodale. Naja, wie gewohnt schauen wir uns einmal den Rush 6. Ja, Ozon schreibt nicht die Zahl 6 drauf, sondern ausgeschrieben mit 6, also Englisch in 6. Ja, schauen wir uns einmal die technischen Details ein bisschen näher an. Und hier die Eintrittskante des Rush 6 oder 6, wie auch immer. Ja, man sieht schön eine Sharknose, wie man es von Ozon ja mittlerweile gewohnt ist. Die Schirmkappe ist, ja, ihr ahnt es vielleicht schon, ist auch wie der Delta, der Mantra und deren Vorgänger durchgelattet. Also sprich, die Nylon-Drähte, die man hier ja auch schön sieht bei der Eintrittskante, reichen auf der Schirmoberkante fast bis zur Schirmhinterkante.
So wird bei diesem Schirm auch, wie schon gewohnt eben vom Delta und Mantra, eine Rolle mitgeliefert. Ja, diesmal keine Schaumstoffrolle, sondern eine aufblasbare. Hier ein Blick in das Innenleben des Rush Sticks. Ja, man sieht es da ja schon. Ja, recht aufwendig würde ich einmal sagen, da gibt es eine ganze Menge Querbänder, Verstrebungen und. Wer da Näheres über den Rush Sticks erfahren möchte, über dessen Aufbau und der Technologie, ja, da findet er noch eine ganze Menge Informationen auf der Ozon Homepage. Nun zu einem sehr, sehr interessanten und spannenden Teil über diesen Flügel, und zwar über die Leinen und den Tragegurten. Ja, zuerst einmal ein paar Worte zu den Leinen. Man sieht es da ja ganz schön am Bild. Im Grunde genommen, ja, sie sind unummantelt und einfärbig, wie beim Delta und Mantra. Ja, es gibt dann, die Bremsleine ist da gelb. Die Tragegurten, also die A-Tragegurten, sind geteilt, also zum Ohrenanlegen etc., sind hier blau markiert, aber sonst gibt es hier keine Farbkodierung. Aber viel, viel wichtiger und neu da bei Ozon in der B-Klasse, der Rush 6 ist ein, wie man es volkstümlich halt so unter Pilotenkreisen nennt, ein 2,5-Liner, also weiter Leinen reduziert. Konstruktiv heißt das beim Rush 6, dass die Flügelaußenbereiche als zwei Liner konstruiert sind, also zwei Leinenebenen hat, und im Flügelmittelteil ein klassischer Dreiliner, also drei Leinenebenen hat. Was der 6er Rush ebenfalls bietet, also eben wieder Delta und angefangen vom Mantra, vom 7er Mantra, man sieht es hier schön am Bild, ja, die quasi Zwei-Liner-Steuerung über den hinteren Tragegurt. Also man sieht hier die Griffmulden, wo man schön reingreifen kann, und fast nahezu gleich wie bei einem Zwei-Liner den Rush 6 in Turbulenzen zügeln kann, wenn man so sagen will. Unterm Strich hat der Rush 6 alles geerbt, was mit dem 7er Mantra angefangen hat. So ist der Rush 6 ein High-End B-Flügel geworden. Naja, und jetzt schauen wir sich einmal an, wie sich diese ganze Technologie in der Praxis beim Fliegen auswirkt. Wegen des, wie schon gezeigten, sehr aufwendigen Tragegurten sollte man bei den Startvorbereitungen, auch wegen den dünnen Leinen und nicht farbig gekennzeichneten Leinen eben, genau und vorsichtig sein, dass ein Start gut verläuft. Ja, und bezüglich der Starteigenschaften des Rush 6 an sich kommt da noch ein eigenes Kapitel. Ja, ganz schön flott ist er, der Rush 6. Ja, und heben tut er auch gut, und ja, abbiegen tut er mal sehr gut. Also der Flügel reagiert da sehr, sehr, man möchte schon sagen, ozontypisch gut auf die Steuerbewegungen. Wobei ich aber schon dazu sagen muss, wie ich ja eingangs in der Anmoderation sagte, ich bin den Schirm etwas überladen geflogen. Also nicht 7 Kilo waren es damals, sondern 5 Kilo. Ja, und deswegen trotzdem muss ich sagen, trotz der Überladung, also der sehr hohen Flächenbelastung, steigt der Schirm wirklich gut. Also das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Also habe ich mir gedacht, wird vielleicht ein Nachteil sein, aber wie man da ja sieht, geht das nicht schlecht. Und vor allem, weil der Schirm auch gut auf Gewichtsverlagerung reagiert. Also die Kombination mit Bremse, Steuern, Gewichtsverlagerung, das gefällt mir mal ganz, ganz gut. Der Rush 6 ist, ja, wie soll ich sagen, er ist an sich sehr mitteilsam. Also man sieht es da vielleicht auch am Video, dass es nicht so ganz ruhig war. Also dann immer wieder Thermik ablösen, ist zwar nicht, weiß Gott, wie gut gegangen, aber ruhig war die Luft halt auch nicht. Also man wusste genau, was sich tut, was ja nicht schlecht ist an sich.
weil man sollte wissen, was um einen herum in der Luft sich so tut. Und da ist mir aufgefallen, dass die Kappe dabei aber stoisch ruhig ist. Also da tut sich nichts, sie teilt es genau mit, also über Gurten und über Bremse. Der Rastl flattert nichts da ober einem, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein und bedenken die hohe Flächenbelastung. Wie das ausschaut, wenn man den Flügel nicht so hoch belastet, ja, das würde mich interessieren. Schön, wie er da den Aufwind mitnimmt, die Thermik, also man fühlt es richtig in den Bremsen, was der Schirm macht, es ist einfach genial. Und da muss man aber auch dazu sagen, obwohl der Schirm überladen ist, das ist wirklich toll. Ja, und man sieht es da ja auch schön, ich drehe da ganz schön frech ein, obwohl ich nicht so derartig hoch über der Kante bin. Weil das Vertrauen gleich einmal da ist. Das ist wirklich gut. Und eins muss ich sagen, was mich der Rush 6 da so erinnert, also vom Handling, vom Gefühl her, ja, das kannte ich von meinem Swift 4. Der war genauso extrem vom Handling, eine richtige Handlingsmaschine, also wirklich toll und eine Waffe in der Thermik. Und das ist der Rush 6 definitiv ebenso. Was auch sehr schön ist, in bewegter Luft das Gleiten. Der nimmt alles mit, lässt sich nicht wirklich aus der Bahn bringen, also da macht man richtig Meter. Was man hier an den Bildern gleich sehen wird, und ich betone es halt schon wieder mal, trotz der hohen Flächenbelastung, der Überladung, der Rush 6 steigt in der Thermik und da war sie mittlerweile nicht mehr wirklich stark, also das war sehr schwach. Man sieht da gleich am Kollegen, wie ich da trotzdem besser steige, also das ist unglaublich. Da sieht man dann gleich, warte, jetzt kommt es gleich, wie ich da auf einmal das wesentlich besser mitnehme. Wie der Schirm das richtig anbeißt. Und wie gesagt, trotz der Überladung. Das Handling, das Gefühl, was man da mit dem Rush hat, mit dem aktuellen, also mit dem 6er, das ist sensationell. Also das ist wirklich, wirklich gut. Ja, und ich möchte da noch dazu sagen, ich bin schon unheimlich gespannt. Ich hoffe, dass ich dann herbekomme die Leichtversion vom Rush, nämlich den Swift, und zwar dann hoffentlich in der L-Größe. Das heißt, dass ich dann nicht überladen fliege. Und wer weiß, bis dahin habe ich auch wieder ein paar Kilo verloren. Schauen wir mal, drückt mir die Daumen. Aber wie gesagt, dass ich dann mal den Schirm nicht überladen fliege und wie er sich dann da in der Thermik tut. Ich nehme an, dass vom Handling jetzt sehr viel Unterschied sein wird, aber noch an Ticken besser steigen wird. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Also das lässt sehr, sehr neugierig machen, sehr hoffen, was sich da tut, weil wenn schon der Rush 6 mit der quasi Überladung so gut steigt, also sensationell. Dennoch zwei Abers gibt es da doch noch. Und zwar, ich würde sagen, der 6er Rush ist jetzt ganz, ganz oben angesiedelt, also wirklich absolut High B. Also vom Pilotenanspruch, meine persönliche Meinung, reicht das sehr weit rein in den C-Bereich. Also, ja, also da sollte wirklich ein erfahrener Pilot damit fliegen. Und da muss ich dazu sagen, wer den Rush 6 hat, braucht den Delta nicht mehr. Also die sind so knapp beieinander, braucht man einfach nicht. Rush 6 ist top, was Leistung anbelangt. Ja, und dann wäre noch das zweite Aber, und zwar, ja, die Starteigenschaften des Rush 6. Diese wurden schon und werden zum Teil noch heiß diskutiert im Internet, in den diversen Foren. Das hatte schon angefangen mit dem Delta. Es war C-Gleitschirm der Delta und da sagt man, okay, gut, Pilotenanspruch, C-Gleitschirm, ja. Und das ist jetzt aber beim Rush in der B-Klasse auch angekommen.
mag sein, dass das an der Leinenkonfiguration, also sprich den zweieinhalb Liner, also Außenflügel zwei Liner, in der Mitte drei Liner, dass das damit zusammenhängt. Weiß man nicht. Also die Starteigenschaften, sorry Ozon, sind, ja, wenn man sich damit beschäftigt, wie hier, ich habe mich dann damit beschäftigt, weil sie mich in den Bildern sieht, ja, die sind ein bisschen tricky, und zwar weniger das rückwärts, das verkehrt aufziehen, sondern wenn man vorwärts starten will, also bei wenig Wind, null Wind, manchmal vom Startplatz, ja, da braucht man das schon. Und da ist halt die Frage, ist das noch passend für die B-Klasse? Hm, weiß nicht, ist eine gute Frage. Die Kappe, man sieht es da zum Beispiel ganz gut, steigt sehr langsam und will geführt werden. Und da sogar hier, da gut in der Ebene, muss man auch dazu sagen, fairerweise, ja, da sieht man beim Vorwärtsstart, wenn der Schirm mal oben ist, hat man die volle Kontrolle und ist wirklich gut. Aber ja, es ist schon beim Vorwärtsstarten ein wenig tricky. Ist nicht so der Bringer. Und wie gesagt, das in der B-Klasse, weiß nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Jeder Pilot sollte sich halt mit seinem Fluggerät ausgiebig beschäftigen. Wie gesagt, sieht man da ja auch, also ich habe mir das dann auch genau angeschaut, meistens liegt es am Piloten und nicht unbedingt am Schirm. Aber, wie gesagt, ich stelle halt da ein bisschen die Frage, ob das in der B-Klasse okay ist, wenn die Starteigenschaften ein wenig anspruchsvoller werden. Aber man sieht es da sehr schön. Man hat die volle Kontrolle über den Schirm. Das Handling ist ein Traum. Der Schirm ist wirklich, wirklich gut. Aber meine persönliche Meinung, der Pilotenanspruch ist schon in der C-Klasse drinnen, würde ich einmal sagen. Also da würde mich einmal eure Meinung sehr, sehr interessieren. Und ich stelle mal die Frage, Kuwadis B-Klasse. Sollte man sich mal genauer anschauen. Aber unterm Strich, der Rush 6 ist dennoch ein super Schirm. Ach ja, Live-Meinung von der Spielwiese. Ah, machen wir so. Jo Leute, zum Startthema des Rush Nummer 6. Ja, jetzt habe ich einmal einen passablen Vorwärtsstart, Rückwärtsstart. Habe ich ja, denke ich, eh schon im Video gesagt, geht dann los, aber Vorwärtsstarten ist ein bisschen tricky. Ja, und jetzt hat es geklappt. Muss man wirklich ganz langsam, wobei ich die Kappe dabei fast gar nicht spüre, ganz langsam hochführen, Hände zusammen, nicht breite Handhaltung. Und beim Landen war es auch interessant, der Schirm flärt nicht wirklich aus. Das ist interessant, also obwohl er sehr flott ist, ich habe ein bisschen einen Gegenwind gehabt, da habe ich gedacht, wenn ich bremse, hebt es mich. Nix, er flärt nicht aus. Das heißt, ich bremse und er geht runter und ich stehe. Es hat mich eigentlich sehr überrascht, dass er das so nicht macht. Aber in der Luft ist der Schirm gut. Da los, gleitet gut, tut gut. Wahnsinnshandling, Gedankensteuerung, aber dazu noch ein bisschen mehr später. Okay, lass mal's gut sein, du musst Schirm zusammenpacken. Bis dann. Puh, es ist da jetzt im Juli, Mitte Juli, im Hochsommer, sogar im Schatten wird es jetzt warm. Ja, das war schon mit dem V-Blog über den Ozon Rush 6 in der Größe ML. Ja, ich hoffe, hat euch gefallen, der V-Blog, weil, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ich möchte auch generell ein bisschen das Thema High-B-Gleitschirme da anschneiden, in welche Richtung da die High-B-Schirme gehen. Das ist eine spannende Sache, vor allem auch mit der, was die Leinengeometrie jetzt anbelangt. Also, zweieinhalb Liner in der B-Klasse, ja, warum nicht? Schauen wir mal, wann die Zweiliner-Geschichte der C-Klasse auftaucht, weil da tut sich ja auch schon was, also vermehrt auftaucht. Finde ich interessant, also was sich da entwickelt.
Ich persönlich, Achtung, meine persönliche Meinung dazu, ich habe es eh auch schon anklingen lassen im Video, der Pilotenanspruch, was jetzt mittlerweile an die High-B-Gleitschirme gestellt wird, und der 6er Rush ist auf alle Fälle Oberkante High-B, denke ich einmal, und ist dem Delta nahezu, ich würde sagen, ebenbürtig. Da gibt es eigentlich, was Flugleistung anbelangt, eigentlich null Unterschied. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, was beim Delta ist, dass der Endspeed ein bisschen höher ist, was aber nur vielleicht für einen absoluten Streckencrack vielleicht wichtig wäre, und dass die Steuerwege beim Delta ein bisschen kürzer sind und dann die noch eine Idee direkter anbeißt beim Steuern. Aber ich denke, das kann man vernachlässigen, weil der 6er Rush ist, was jetzt Wendigkeit anbelangt, okay, wie ich auch schon gesagt habe, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen wegen der Überladung. So knackig, also was Kurvenhandling anbelangt, also gewaltig spaßig. Also ein enger zerrissener Thermik, sicher eine Waffe. Keine Frage, also ist unglaublich, also der Schirm macht exakt das, was du willst. Also wirklich toll. Aber ich würde schon sagen, für den Rush sollte man da schon wirklich eher ein erfahrener Pilot sein. Also da eher vielleicht den Pass nehmen, also nicht den Pass überspringen. Also wenn man dann bei der Marke bleiben will, bei Ozon, ich denke, dann wird der Sprung dann schon ein bisschen sehr groß sein. Wie gesagt, weil dann könnte man sich auch gleich den Delta nehmen, weil da ist wirklich nahezu, da ist eigentlich nicht wirklich ein Unterschied mehr. Ja, aber auch generell, ihr habt es ja gesehen im Video, Starteigenschaften. In der B-Klasse, sagt, ja okay, es sollten High-B erfahrene Piloten, ja, kann man sagen, also muss man sich auf alle Fälle mit den Starteigenschaften beschäftigen, aus der Packung rausnehmen und fliegen, da könnte es unter Umständen ein bisschen Überraschung geben. Ihr habt das ja gesehen im Video, also rückwärts starten überhaupt kein Problem, bei vorwärts sollte man sich ein bisschen beschäftigen. Schirm steigt sehr langsam, neigt zum Ausbrechen, habe ich ja gesagt, sollte man sich wirklich beschäftigen damit. Also bei Rückwärtsstart, also auch bei wenig Wind, würde ich den Schirm auf alle Fälle eher rückwärts starten, als versuchen, da vorwärts einen Starterbruch zu riskieren. Aber wie auch immer, ist interessant vom Diskutieren, ob nicht schon die B-Klasse, den Pilotenanspruch, was eigentlich die B-Klasse gedacht war, nicht schon davon galoppiert. Schreibt mal vielleicht unter dem Video drunter, was ihr darüber denkt, ob das jetzt ein bisschen neu überdacht gehört, jetzt dann schon einmal, wie die Schirmklassen eigentlich sind. Also, dass man da jetzt nachdenken sollte eben drüber. Ja, zu Ozon selber, zu die Einteilung, was die Schirme haben jetzt. Ich habe schon bei anderen Videos gesagt, ich denke, wenn wir da oben jetzt anfangen, dass der Rush unter Umständen das sein wird in Zukunft, was der Delta jetzt ist, und der Delta dann den Mantra ablösen wird. Dass der Mantra dann komplett rausfallen wird und dass was der jetzige Mantra eigentlich ist, dann der Zeno sein wird. Da gibt es ja auch schon mittlerweile den zweiten. Werden wir schauen. Vielleicht neugierig bin ich schon, was sich da jetzt tut mit dem Zeno, was sich da jetzt entwicklungsmäßig getan hat auf der Zweiliner-Geschichte. Schauen wir mal, mag nichts versprechen, vielleicht hole ich mir da mal, versuche ich das mal herbekommen. Was ich auf alle Fälle herbekommen möchte, ist den Swift, dann ist die Leichtversion vom Rush in der Größe L. Schauen wir mal. Und dann steht vorher noch an von einem anderen Mitbewerber ein High-B-Gleitschirm. Werden wir schauen. Das ist nämlich gerade jetzt ein bisschen ein Problem. Ich werde das eh generell schon mitbekommen haben. Das betrifft nahezu alle Hersteller. Die Lieferzeiten. Das sind also ein halbes Jahr, 6 Monate ist normal. Eher sogar schon länger. Auch die Demoschirme werden
immer rarer bei den Herstellern natürlich, dass man da was bekommt, dass man was zeigen kann. Hat sich immer mehr als zugespitzt, also durch Lieferketten und Verfügbarkeiten etc. Natürlich wollen die Hersteller und die Flugschulen die Schirme verkaufen und nicht dann als Demoschirme herumliegen lassen. Nona nicht, ist vollkommen verständlich. Also da wird es auch ein bisschen schwieriger und da bin ich jetzt wirklich vorsichtiger, was meine Versprechungen anbelangt, den und den und den Schirm noch. Also wie gesagt, ich möchte noch versuchen, zwei Schirme heuer euch vorstellen, vielleicht sogar noch einen dritten. Schauen wir mal, wie es einmal wettertechnisch ausgeht noch. Kann ja sein, dass dann schon der September dann auch nicht mehr toll ist. Punkto Fliegen, wir haben jetzt im Juli jetzt auch ein bisschen eine längere Flugpause gehabt, hier bei uns, hier im Osten von Österreich, weil es windtechnisch nicht passt hat. Also das ist jetzt mit dem Wetter nicht so verlässlich. Entschuldigung. Ja, gut, ich würde sagen, das war's einmal, schließen wir ab. Was ich ganz wichtig euch noch sagen möchte, vielen, vielen Dank, es haben da eine ganze Menge den Kanal abonniert. Da möchte ich mich ganz, ganz groß bedanken, da ist doch einiges dazugekommen. Aber nichtsdestotrotz bitte ich euch, weil es schon ja doch eine ganze Menge, gerade bei den Flieger, also bei den V-Blogs, was ums Fliegen geht, schon eine ganze Menge Leute. Also mein Ziel ist schon, also nicht vorrangig und dass ich das jetzt mit Muss über den Daumen brechen will, aber die 1000 möchte ich schon auf alle Fälle schaffen, weil es mir auch für euch dann natürlich, das kann dann für euch Vorteile bringen, die 1000 Abo-Grenze überkriegen, also, weil es da mehr Möglichkeiten gibt, wo ich dann mehr machen kann mit dem Kanal. Also bitte, freue mich für jeden Daumen hoch da und auch für jedes Abo mit Glocke und so weiter. Da könnt ihr mich ganz, ganz groß und ganz toll unterstützen. Sage ich schon mal vorweg, vielen, vielen Dank. Ja, und schreibt auch drunter was. Also würde mich gerade mit der B-Klasse sehr, sehr interessieren, was ihr darüber haltet. Also generell B-Klasse und 2,5 Liner in der B-Klasse und so weiter. B-C-Gleitschirme, Einteilung der Schirme. Ich finde, das ist ein recht interessantes Thema. Ja, wie gesagt, das war schon. Hat mich gefreut, dass er bis hierher durchgehalten hat. Ist halt viel Blabla. Ein bisschen anders der V-Blog halt über den Rush, weil es so quasi so zwei Themen beinhaltet hat. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und kann nur sagen, drückt mir die Daumen, dass nicht so lange Pause wird bis zum nächsten V-Blog. Vielleicht sehen wir uns persönlich oder respektive bis zum nächsten V-Blog. Grüß euch, ciao, bis zum nächsten Mal.